herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es geht um Isana-Produkte heute. Das sind so wirklich meine Lieblinge, wirklich Top-Produkte, die ich einfach mit euch teilen möchte. Isana ist ja die Hausmarke von Rossmann und ich bin wirklich ein Rossmann-Fan, unter anderem wegen Isana, aber auch Alterra. Aber es geht jetzt um Isana und ich finde, die Marke ist einfach, wird immer moderner, habe ich das Gefühl, dass sie wirklich so berücksichtigen, welche Wirkstoffe im Moment im Trend sind oder ja nicht nur im Trend, weil es sind wirklich Wirkstoffe, die echt gut sind für die Haut. Und deswegen freue ich mich, dass sie da wirklich ein paar Wirkstoffprodukte praktisch anbieten. Da ist auf jeden Fall ja ein, zwei dabei. Und wie gesagt, das sind nur vier, aber klein, aber fein. Ich hoffe, ihr bekommt ein paar Tipps. Fangen wir an mit dem Besten, wollte ich fast sagen. Nein, also die sind alle sehr gut, die Produkte. Aber das hier ist wirklich hochspannend. Das ist ein Glykolsäurekonzentrat, also ein AHA-Peeling. Und Peelings, die sind wirklich wichtig. Also nicht unbedingt mechanische Peeling, weil das kann ja wirklich die Haut reizen. Das kann allerdings auch so ein bisschen reizen. Das hatte ich am Anfang, aber man gewöhnt sich daran. Und muss ich sagen, also bei mir ist es so. Und ja, wenn man es einmal in der Woche macht. Manche machen das noch öfters, also ich habe das versucht. Eine Phase lang habe ich das tatsächlich jeden Tag gemacht, nicht mit diesem Produkt, aber das war von Paula's Choice und meine Haut wurde völlig ausgetrocknet. Das kann ich also nicht unbedingt empfehlen, aber das ist so unterschiedlich. Aber wie gesagt, mindestens einmal pro Woche und ja, das trägt man auf und dann lässt man es 10 Minuten wirken und dann spült man das dann ab. Und das hilft einfach der Haut so ein bisschen auf die Sprünge, einfach so ja, abgestorbene Haut. Schuppen oder Hautzellen, wie auch immer, wie man das nennt, dann praktisch, dass es dann ja weggeschmolzen wird oder ja befreit wird praktisch von dieser unnötigen Schicht, was da ist quasi, ne? Und die Haut kann sich einfach erneuern und das ist ja ein natürlicher Prozess. Das geschieht ja, wenn man jünger ist, wirklich automatisch. Aber je älter man wird, desto ja, träger wird alles. Deswegen ist es gut, dass man so ein bisschen ja, mithilft dabei halt. Ne? Und deswegen, also ich wirklich, ja, es ist toll mit so einem Peeling. Ich möchte demnächst auch ein Video darüber machen, also gezielt über Peelings. Weil es gibt ja andere Arten auch. Also ich interessiere mich auch für Milchsäure. Das wäre total spannend auszuprobieren. Hat jemand von euch Interesse daran an so einem Video? Erstmal, und hat jemand Erfahrungen mit Milchsäure? Das würde mich total interessieren. Ja, auf jeden Fall ist das ein ganz nettes Produkt. Man muss sich daran gewöhnen. Und ja, ich finde nicht unbedingt sehr oft, ne, aber einmal in der Woche ist wirklich wunderbar. Und hier habe ich wunderbare Augenpads, muss ich sagen. Und zwar nennen sie sich Hydrogel. Augenpads und zwar Hydrointensiv-Effekt mit Hyaluron und Aloe Vera. Und da denkt man, denke ich, zuerst an Feuchtigkeit. Das ist, denke ich, dafür sind sie da halt. Ne? Aber ich wollte unbedingt etwas haben gegen meine Tränensäcke oder halt, dass ich immer so ein bisschen geschwollen bin hier unten drunter. Und seien wir ehrlich, also es hilft natürlich gar nichts. Egal was man macht irgendwie, wenn man zu Tränensäcken neigt, dann hilft gar nichts. Ich mache demnächst ein Video nämlich darüber und ich habe alles Mögliche probiert. Einfach für mich selber, aber auch für euch eventuell, wenn jemand Interesse hat. Und dann hatte ich unter anderem die hier und auch wenn da praktisch gezielt darauf steht halt, ne, wenn sie damit werben gegen Schwellungen oder Tränensäcke, hat es nicht geholfen. Hier steht halt nichts, ne, aber nur, also hinten steht halt, Augenringe, Schwellungen und sichtbare Anzeichen von Müdigkeit werden reduziert, steht auf der Rückseite. Und dann dachte ich, komm, ich nehme das mit, mal gucken. Ne? Und ich muss wirklich sagen, sehr, sehr angenehm. Ich habe, wie gesagt, viele ausprobiert. Also sehr angenehm vom Tragen, sehr frisch, sofort irgendwie erfrischend. Man lässt sie, ich glaube, 15 bis 20 Minuten einwirken. Und ja, der einzige Nachteil, muss ich ganz ehrlich sagen, ist, dass sie so ein bisschen runterrutschen, weil sie recht schwer sind. Und ich lege mich nicht hin oder sowas, sondern ja, ich laufe hier zu Hause herum mit diesen Dingern, ne, und mache und tue. Das ist so ein bisschen ein Nachteil, man muss es dann immer wieder so ein bisschen hochschieben und so, ne? Aber egal, und ich muss wirklich sagen, dass die Schwellungen etwas besser werden. Also minimal natürlich, ich neige zu Tränensäcke, es ist einfach so, habe ich von meinem Papa geerbt. Und ja, was soll ich sagen, die sind wirklich gut, ne? Also erfrischend und ja, natürlich auch feuchtigkeitsspendend, ne? Damit werben sie ja halt, ne? Ja, wirklich toll.
Und da möchte ich euch unbedingt dieses Hyaluronserum zeigen. Das ist ganz, ganz toll. Nennt sich Active Serum Hyaluron Triple. Ganz wichtig ist darauf zu achten, dass es Triple steht, weil das heißt, dass es also dreifach Hyaluron ist. Nieder-, Mittel- und Hochmolekular. Das sind verschiedene Arten und die funktionieren auch unterschiedlich auf der Haut. Also alle drei sind super, ne? Und wenn sie dann halt ja, gemischt sind, ja, ist das wirklich wunderbar. Und das ist toll, dass Isana sowas anbietet. Ich habe ein Video über Hyaluronserien gemacht, kann ich unten verlinken. Da habe ich halt meine Top-Serien gezeigt und man kann sagen, dass dieses Serum auf Platz Nummer 2 ist. Ich habe auch ein High-End vorgestellt, das ist natürlich ja wirklich ganz toll. Aber das hier ist auch nicht von schlechten Eltern, also es ist wirklich toll. Fühlt sich so gut an auf der Haut, das ist wirklich ja total, ja wie es hier steht, aufpolsternd und total, ja die Haut wird weich irgendwie. Und das Tolle ist auch, dass es kein so eine Gelschicht irgendwie hinterlässt, was oft der Fall ist irgendwie, ne? Und dass es fast so klebrig ist irgendwie. Und ja, manchmal ist es dann schwierig, auch eine Foundation nachher aufzutragen und so. Aber das hier ist, ja, wird einfach schnell ja, aufgenommen von der Haut und ist ganz, ganz toll. Und seit ein paar Monaten verwende ich die Tagescreme von Isana, Q10, weil hier ist also LSF 30, also Lichtschutzfaktor 30. Und ihr wisst ja, ich bin ja ein Clean Beauty Fan eigentlich. Und ja, aber das hier schneidet relativ gut ab bei Cojack. Habt ihr übrigens Interesse daran, dass ich ein Video über Cojack mache? Weil viele kennen vielleicht gar nicht die App. Das ist also eine App, die man runterlädt und dann kann man quasi gucken, ob es schädliche Inhaltsstoffe sind, so ein bisschen wie Ökotest oder ja, so ähnlich halt, ne? Und ja, ich gucke eigentlich immer da, ja, wie die Produkte halt sind, ne? Und wie gesagt, schneidet da relativ gut ab. Und ja, das Problem ist natürlich, dass man soll, glaube ich, ein Teelöffel Sonnenschutz auf das Gesicht und Hals und Dekolleté insgesamt auftragen, damit man wirklich voll geschützt ist. Und ganz ehrlich, das macht man ja nicht. Aber ich glaube, das macht man ja auch nicht mit Sonnencreme im Grunde. Ne? Also das ist echt viel. Und ja, ich würde sagen, so viel in etwa für, ja, oder vielleicht für den Hals und so weiter insgesamt. So, aber das ist ja nie ein Teelöffel. Ne? Deswegen, das ist immer die Frage, ob man geschützt ist. Das ist immer die Frage, egal, würde ich sagen, welche Sonnencreme oder Sonnenschutz man verwendet. Aber ich habe einfach gesagt, jetzt im Winterhalbjahr ist das für mich ganz okay, weil die Sonne sowieso nicht so stark ist und ich hoffe, dass ich dann wirklich genügend geschützt bin. Und im Sommer, denke ich, werde ich was anderes, vielleicht etwas Saferes praktisch verwenden, aber jetzt ist das ganz okay. Und soweit ich weiß, ist hier ein chemisches Filter drin und ja, kann man so oder so sehen. Viele bestehen auf ein mineralisches Filter. Das ist auch leichter zu vertragen, sagen wir mal. Ne? Also ein chemisches Filter kann ein bisschen reizen und tatsächlich merke ich das, wenn ich irgendwie zu viel, ja, sagen wir mal, wenn ich Peeling gemacht habe oder vielleicht, ja, ich verwende ja Vitamin A-Säure im Moment, ich probiere das aus und so weiter, ne? Und dann ist meine Haut so ein bisschen gereizt und dann das obendrauf, das ist dann nicht immer so toll, sagen wir mal, ne? Aber das ist für mich wirklich im Moment die beste Alternative. Und dann im Sommer, denke ich, werde ich mir so ja, eine getönte Tagescreme oder sowas ähnliches oder halt eine getönte Sonnencreme, so meinte ich dann, werde ich wahrscheinlich sowas stattdessen verwenden. Und viele fragen sich vielleicht, warum man überhaupt im Winter Sonnenschutz aufträgt. Ja, man sagt ja, 80% von der Hautalterung kommt von der UV-Strahlung. Von daher, das Beste, was man machen kann, ist im Grunde, sich vor der Sonne zu schützen. Dann kann man es natürlich auch so sehen, dass man Vitamin D von der Sonne bekommt. Das ist so eine Sache, muss ich sagen. Man muss da eine Balance finden, aber im Grunde sagt man ja auch, von Oktober bis April bekommt man sowieso kein Vitamin D von der Sonne, weil die irgendwie zu niedrig steht. Ne? Von daher, aber die UV-Strahlung ist immer da. Von daher, letzten Winter habe ich mich tatsächlich nicht geschützt. Aber diesen Winter habe ich mich voll geschützt vor der UV-Strahlung, muss ich sagen. Und wie gesagt, mit dieser Creme dann. Und ja, finde ich wirklich ganz toll. Ja, ich finde, diese Produkte haben wirklich so das gewisse Extra irgendwie, weil eine normale Hautcreme oder Bodylotion, das kann quasi jeder. Aber so mit diesen besonderen Wirkstoffen drin, das ja, finde ich ja immer total spannend und interessant. Das ist wirklich so die moderne Hautpflege jetzt, ne? Und finde ich toll, dass Isana sowas anbietet und man braucht da wirklich
Hautwissen dafür und die scheinen da wirklich gute Leute im Moment zu haben. Also freut mich wirklich sehr. Von daher finde ich das gut, dass Isana ja einfach gut dabei ist und dass man wirklich schnell zur Drogerie gehen kann und was, sich was holen kann und dass es nicht immer online ist quasi. Von daher, ja, ich hoffe, ihr habt ein paar Tipps bekommen und schreibt mir gerne, was eure Lieblingsprodukte sind von Isana. Würde mich riesig interessieren. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und abonnieren nicht vergessen. Das würde mich so freuen. Und dann sehen wir uns nächstes Mal. Macht's gut. Tschüss.